So, wir verlassen diesen Ort jetzt wieder und haben noch mal eine lange Tagesetappe nach Süden. Die Temperaturen werden jetzt schon deutlich frischer, das muss man sagen, aber die Antarktis ist ja auch nicht mehr allzu weit. Und so, heute wieder 300 Kilometer Richtung Süden nach Elschalten. Da hinten ist eine Fata Morgana. Das ist die Straße, die weitergeht. Also das hier ist Lago Cardil, einer von den großen drei Lakes, die wir jetzt sehen werden. Oh. Oh. Sind wir wieder auf dem Mond, Schatz? Kann man den Fitzroy, den markantesten Berg von ganz Südamerika, erkennen. Ja. Extrem schwer zu besteigen. Und diese ganze Region ist das Wandermekka von Südamerika. Kannst du bitte gleich mal anhalten? Gleich nicht. Der wird bestimmt irgendwo ein Punkt sein. Was? Wird bestimmt irgendwo ein Punkt sein. Pünktlich kommt der Gipfel raus von dem Fitzroy und das ist auch jetzt hier der Parkeingang vom Glacier National Park. Vom Glacier. Zu einer Lochte Lago Vida. Thank you.
Hosteria, wo wir jetzt drei Nächte sind, heißt El Puma und ist schon etwas höhere Qualität. Den Preis möchte ich gar nicht wissen. Also zu dem Ort El Chalten gibt es nicht allzu viel zu sagen. Das ist im Prinzip eine Übernachtungsstadt für Städtchen, für Wanderer im Wesentlichen. Dazu 90%. Die meisten bleiben wohl 2-3 Tage da. Es gibt auch manche, die vielleicht ein bisschen engagierter hier sind und eine Woche oder so hier sind. Das gibt es schon. So einen Amerikaner haben wir eben getroffen. Ansonsten gibt es über den Ort faktisch nichts weiteres zu sagen, nichts Besonderes. Ja, was hier wirklich gut ist, sind die Wanderwege. Da werden wir morgen und übermorgen jeweils einen machen.